Wir zwei gehen jetzt auf große Regenfahrt. Ja. Gucken wir mal, wie es wird. Gestern hat auch die Sonne gescheint. Aber heute. Der erste Stopp hier. Die Monkey fahren kommen auch. Cool. Ich bin Holländer, wie es aussieht. Hier sind wir. Da sind wir. Da ist auch Hütte. Es hat jetzt aufgehört zu regnen. Und stehen wir jetzt hier mal. Gucken wir mal so in die Welt. Was steht denn hier noch? Gold für die anderen Kameraden. Ne, sie sind aus Polen, die Kreuz. Oh cool. Du hast auch das Licht an bei dir. Und erstmal gucken. Es war eine schöne Regenfahrt jetzt, ne? Das war richtig schön. Was war eigentlich für Fluche? Das musste man voll durch. Da war nichts mit Filmen. Ja. Hier. Gut. Jetzt gucken wir mal dahin. Da kommt gerade ein Regenguss runter. Vom Allerfeinsten, aber da müssen wir glaube ich gar nicht hin. Aber hier oben ist noch alles schwarz. Alles nach Kacke hier. Ja. Mein Herr. Was ist hier los? Der Metzger Müller hat seine Werbung gemacht, alles klar. Gut. Aber das Tal ist schön. Das Tal ist schön. Wenn die Sonne scheinen wird, wäre es noch viel schöner. Alles paletti. Angekommen. Über 200 Kilometer im Regen gefahren. Die letzte halb, dreiviertel Stunde war es okay. Katastrophe. Wie viel haben wir jetzt? 17 Uhr Freitagnachmittag. Die Fans kommen langsam. Ja, das füllt sich jetzt hier. Auf jeden Fall haben wir jetzt hier schon mal schön Plätzchen. Hier bauen wir unser Zelt auf. Komm erst mal her. Du kommst her, wirfst dein Wurfzelt dahin. Ja, gut. Hier. Zelt da oben. Ich hab was mitgebracht. Sehr gut. Ich muss aber jetzt erst fertig machen. Dann geht's los. Dann ohne Pause. Ohne Pause. Ich trinke jetzt schon mal ein Bier, Leute. Der ist hektisch. Hat ein Wurfzelt. Macht einfach pip und dann steht's. Ich trinke jetzt erstmal einen Schoppel und dann geht's rund. So, die Kaffeereser, Freunde, hauen langsam immer mehr auf. Sind auch viele Mädchen dabei mit schnellen Maschinen. Gut. Hier ist die Zahlstelle für den Campingplatz. Was hast du gesagt? Kostet 25 übers Wochenende. Und da hinten, die Jungs sind auch gerade gekommen, die bauen gerade auch ihr Zelt auf. Die sind noch nicht weit, wir sind schon weiter, weil unsere Wigwams stehen. Okay. So, Freitagabend, die Meile ist eröffnet. Wir gucken jetzt hier mal durch. Hier steht schon mal ein richtig schönes, geiles Bike. Das sieht gut aus, da gibt es aber gar nichts. Hier wieder was zu fotografieren. Bei dem Yamaha Motorrad, der hat die Kiste drauf. Das finden wir gut, ne? Da lassen wir uns mal hinwachsen. Dirk, mach mal einen Halter, damit wir da die Flasche Bier reinkriegen. Das sieht gut aus. Ja, ja, ist schon alles exklusiv. Bimodas. Auch cool. Das Gespann hat natürlich auch wieder was, ne? Das ist schon wieder exklusiv. Cool. Was ist denn, eine BMW? Geil. Und das ganze, der ganze Apparat fährt eine junge Frau. Cool. Guck mal hier, MZ.
Das ist schön zurecht gemacht. Die hat einen Honda-Tank drauf, von der Honda Boldore. Okay, das ist jetzt immer so Inspiration für mich. Das sieht ganz gut aus. Cool. Auch gut. IK100 mit dem schmalen Heck hinten drauf. Finde ich gut. Es gibt immer wieder was zu entdecken. Das sieht auch gut aus. Oldschool Hallis. Geil. So, jetzt sind wir beim Zelt beim Detlef Lewis. Mal sehen, was er Neues hat. Echt cool. Top. Die kenne ich, die war schon mal bei uns. Der war schon mal bei uns mit dem Modell. Hatte ich schon mal. Hatte ich alles schon mal gehabt. Ein Traum, die Eckert. Daneben steht ein Enfield, auch cool. Da daneben steht sowas, alles cool. The man with the guitar chops in town, set up like a rocket, there he goes. He runs from his head down to his toes. My boy Elvis, free ride. My boy Elvis, free ride. This town ain't whoever sings the blues. Heartbreak all day, blue suede shoes. He walks away with all my blues. Troubles and take my pain and all them on the fence we take. My boy Elvis, free ride. My boy Elvis, free ride. Wish family whoever saved from me. Das Motorrad gehört dir? Was du da gezaubert hast, ein Traum. Nicht alleine gezaubert, muss ich ehrlich sagen. Ne? Ja. Das war eine Zusammenarbeit, aber ja, ist auch ein Traum von mir. Ist auch wirklich klasse hier. Ah, cool. Dann wünsche ich dir noch viel Spaß damit. Wünsche ich auch. Schönen Tag noch. Hab mich freut, ich war hinten dazu. Okay. So, hier stehen auch ganz tolle Motorräder und Mopeds. Hier. Die hatte man aber letztes Jahr auch schon mal. Das ist ein Traum. Und hier haben wir noch eine, hier stehen sie aber alle davor. Die hat mehrere Zylinder. Mit Sternmotor. Guck mal hier, was für Zylinder da. Cool. Cool, cool, cool. Startplatz kann man das lesen. Guck. Es geht schon richtig schön ab hier. Enfields umbauten. Boah, was ist das für eine Bombe? Echt geil. Hammer, hammer cool. Die habe ich erst schon mal gesehen. Das ist meine Farbe. Neon. Das sind sie. Das tue ich mir jetzt hier im Extra fotografieren. Das sieht cool aus. Speziell die. Cool.
Gut, hier ist normal, Indien. Alles gut. Oh, geil gemacht. Speziell mit dem Auspuff. Cool. Gibt's so Dragster-Rennen oder was? Hä? Mari, ist so Dragster-Rennen? Ja, zeig dir gleich. 650 XS. Was ist das für ein Apparat? Ihr seht's, ne? Auspuff geht innen raus und der Vergaser vorne. Cool. Echt cool. So, hier haben wir mal eine schöne La Verda, wie man sie kennt, aber die da, die ist dann schon eher selten. La Verda. Cool. Wahrscheinlich 125, 175 Kubik. Wie auch immer, auf jeden Fall hier ist die Rennstrecke. Hier gebe sie dann Gas. Hier vorne ist der Start und dann geht das rein raus. Und die Tribüne sehen wir gerade. Hammer. Die ist natürlich am Sonntag dicke voll. Jetzt trinken wir erstmal Bier. Gerhard, unser erstes Klemmsäck 1-0-1 Bier. Das dürft vorbei laufen. Nein, wir passen schön auf. Weil bei unseren Freunden ist es günstiger, ne? Und da ist mehr drin. Aber cool. La Verda, denn gut draufgerichtet. Ja, also guck mal, da vorne stehen zwei schöne blonde Polizisten. So. Den dürfte mich immer verhaften. Ja, mich auch. Milke Halber haben wir auch so eine. Jetzt kriege ich sie direkt drauf. Ja, die Milke Halber hat mich immer angehalten. Aber das ist auch so. Jetzt sind sie mal hier. Jetzt sind sie weg. Ja, hier unten stehen jetzt richtige Apparate. Da gehen wir jetzt mal näher dran. Da gucken wir erst mal. Meinst du die Blonde da oder? Nein, ich meine die Motorräder. Ach so. Geht schon los. Guck mal hier, ist das schon geil, oder? Ja. Da hinten steht noch viel mehr. Deine so schön wie meine. Deine sind natürlich die schönsten, ist ja klar. Geil. Wir sind einfach immer geile Mopeds. Ich bin nicht so gut, der junge Frau, ne? Ich hab dich im Auge. Boah. Das finde ich jetzt wieder cool. Das ist echt geil. Geil. Ich muss sowas. Alles eingebaut. Die, wo auf dem Podest steht. Ist das jetzt so deine Kategorie? Das ist PKK. Ja. Einfach geil hier.
Hier, das ist eine 100 CB 100. Anfang 70er Jahre, vielleicht auch noch 60er, vielleicht steht was drauf, weiß ich noch nicht genau. Ein Zylinder, cool. Zu verkaufen. Leute, das ist die Telefonnummer, zu verkaufen. Das Ding finde ich echt geil. Cool. Jetzt hier sind wir auf dem Platz, da ist auch die evangelische Landeskirche in Württemberg. Haben wir jetzt hier drauf. Wir sind auch da. Gib mir jetzt mal hin und trinke mal Fanta. Ja. Und die Musikband, die hat die ganze Zeit, die habt ihr schon im Hintergrund gehört, die machen eben gerade Pause. Wie lange, wissen wir nicht. Mal gucken. Vielleicht kriegen wir noch ein paar Songs drauf. Cool, oder? So eine? Ohne Stoßdämpfer. So eine hast du? Ja. In Blau. Cool. Die ist auch. Und guck mal hier, der hat einen Rennauspuff drauf hier auf der Chico. Cool. Schicker. Ich weiß nicht, wie sie heißt. Auch geil. Hier ist auch wieder was Spezielles. Cool. Cool. Schwarzhaarrichter? Ja. Ich hab's drauf, ja. Hast du die ganze Moppets drauf? Und ja, ja, Semi hat auch mal die Schwarze. Aber die hat einen Freund, wie es aussieht. Ja, ist egal, ja. Hier, das Ding ist auch gut. Mich interessieren heute Abend keine Mädchen, ich interessiere Motorräder. Guck mal, wer sehr viel geile Ansaug da hat. Das ist auch wieder cool. Cool. Und dann steht wieder sowas da. Ich finde das echt geil. Hier in so ein Boldomotor drin. Harley. Oh Gott, ist jetzt F75-6. Auch geil. Ja, wir gehen hier mal durch. Boah. Echt cool. Hier, das sind so einige Jungs, die getrauen sich schon echt was. Das bin ich ja auch noch weit davon entfernt, dass man einfach so Apparate baut. Und die meisten haben noch ein Nummerschild. Manchmal sind sie auch abgeklebt, aber scheißegal. Hier, das ist so geil. Das ist einfach geil hier. Ich finde das cool. Hast du alle Firmen? BMW? Ja, es sind viele BMWs da. Das Nummer steht mir noch auf. Das stelle ich mir noch daheim. Da kenne ich aus dem Vogelsberg die Christine, die hat so eine. Und die gibt es auch nicht mehr. Ja, müssen wir mal mit der schwätzen. Das stelle ich mir noch daheim bei. Hier kommt der Leih Vespa. Das ist so meins. 550er vor. Die Lackierung finde ich cool. Ja, richtig gut. Von Boulder machen die ganzen Griffe. Entweder gucke ich nur auf die BMW, aber es sind sehr, sehr viele BMW. Ja. Hier ist sowieso unheimlich viel los. Die Steine sind im Sauerland.
So, ich will dich aber auch noch haben. Du bist ein Hexen. Wo kommst du her? Gutesheim. Kann ich so weit weg von uns? Der weiß nicht, Blick auf den Kaffee oder so. Normalerweise. Gutesheim. Die Kastanie, die hat einen riesen Schatten. Hier, das Daimler, wo es hier steht, die habe ich erst schon mal aufgenommen. Die ist geil. Die ist echt geil. Und die ist dir. Die ist mir, ja. Die Lackierung, alles hinter, wie du es auch mit dem Heck gemacht hast, mit dem. Du weißt ja, mit dem Heck, das ist immer hinter ein wenig scheiße. Ja. Aber das hast du richtig gut gemacht. Das ist halt gut, dass die Linie kassiert von oben. Ja, ja. Bei dem Heck. Nee, die ist mir erst schon mal aufgefallen. Guter cool. Fehlschuh gefunden. Ja, aber die ist cool. Nur ich wusste nicht, wem sie gehört. Ihm gehört sie. Die gehört deinem Sohn. Die gehört meinem Sohn, ja, der macht. Hier, pass mal ein bisschen auf den Motor. Audi. Hier, ihr zwei habt Geschmack. Dein Junge und du. Geil. Da hinten ist immer ein Turn. Guten Abend! Hi! Nice Musik heute Abend! Da wollen wir mal gucken, ne, was da abgeht. Ja, ich bin gespannt, ja. Okay. Auf jeden Fall immer mehr los wie letztes Jahr. Gut. Denke ich auch, ja. Gerd, Rock'n'Roll! Rock'n'Roll, die Fans sitzen hier. Haben auch noch keine Rock'n'Roll-Biene gesehen. Ja, ne, es ist ja noch hell. Wir kommen erst im Dunkeln. Beim Bier trinken, dann fehlt
bisschen die Erfahrung. Bei mir fehlt immer ein bisschen die Erfahrung. Du bist zu leise. Ich darf bitte beim Bier trinken mit dem Stefan ein bisschen die Erfahrung. Du bist zu langsam beim Bier trinken, sagt er. Alles klar. Aber lauter gute Leute. Murder mine, I
Toilette können. Das ist hier wohl. So, gut. So lange kann ich jetzt nicht gewartet. Nee, morgen früh auch erst. Aber hier ist wieder eine super Meile. Wir sind hier immer noch am Freitagabend. Der Hände spielt wieder irgendwelche Live-Musik. Gucken wir mal. So, jetzt sind wir auf so einer Nebenbühne. Aber erstmal nach dem Singerei hier ein kleines Stück hier. Gerhard, wir sehen von hier aus gar nichts. Wir müssen uns da vorkämpfen. Für die Leute, die neu dazugekommen sind, wir sind die Undercover-Band von Glemseck 101. Nächster Song. So, Nebenbühne. Das ist ein sehr, sehr alter Song. Wir haben ein bisschen unsere eigene Version draus gemacht. Was? Wer? Ich musste. Der hat eben gerade eine große Vorsprache gemacht, habe ich nicht geschnallt, weil ich kam. Mir kam es zu spät. Die Vorsprache, was er gemacht hat, war mir zu spät. Na, stell das Logo. Egal jetzt. Ja. Okay. Thank you.
Und ich glaube, die Stimmung, was wir haben, die können wir heute über Abend noch viel, viel mehr aufbauen. Weil wir haben noch mehr wir zu wissen, machen. Dass es geht. Und ja, für die Leute, die neu dazugekommen sind, wir sind Julie Hellion in the Baton Masons. Und wir machen jedes Jahr am Stand vom Ralf die Party des Jahres. Wenn ihr ein bisschen mehr über uns erfahren wollt, dann geht doch einfach auf unsere Facebook-Seite oder auf unser Instagram. Da seht ihr auch immer ein bisschen, wo wir unterwegs sind. Leider nicht mehr so viel wie früher. Aber Glemseck ist immer am Start. Und dass wir so ein bisschen unsere Umkosten hier halten können, lassen wir hier in den Hut rumgehen. Da dürfen wir die Mädels, hier, Ralf, deine Mädels, rumgehen und den Hut ein bisschen verteilen. Und ja, wir kommen zum nächsten Kracher. Richtig geile Version. Ist ein, weiß ich, bei der jüngeren Generation sehr bekannt, bei den älteren ein bisschen weniger. Richtig gut. Er ist gut. Schauen wir mal, ob wir mitsingen oder nicht. Down things, lift your eyes to the floor. Something.
Bühne in Klemseck. Wir haben es wieder erwischt. Hört ihr es? Geil. Geil. Einfach nur super. Du hast mir jetzt ein Bier verkauft, ne? Ja, danke schön. Sehr gerne. Ich danke dir auch. Viel Spaß. Das habe ich aber schon wieder bezahlt. Mia, ja. Bist du an der Rock'n'Roll-Fan? Ein wenig. Okay, aber Klemseck bist du schon immer mal hier und da drin? Immer. Okay, das finde ich gut. Wir zwei behandeln uns jetzt den nächsten auch, oder? Weil ich finde, du bist so sympathisch. Vielen Dank. Ich will jetzt nicht auf den YouTube-Kanal irgendwie Plattform. Ich hab dich lieb. Vielen Dank. Was hast du eben erzählt? Der guckt uns die ganze Zeit schon zu. Du guckst uns zu. Und der kennt uns schon ewig. Ehrlich? Ehrlich? Und das ist dein Freund? Nein, natürlich. Guckst du? Der Udo, das ist der Captain. Guckst du auch den Scheiß, was wir machen? Hallo. Ich bin der Chef vom Klemseck. Vom Klemseck. Ja. Ich bin der Andi vom Klemseck. Okay. Stammtisch Klemseck. Also, wir sehen uns. Wir bleiben in Kontakt. Wir sehen uns auf deinem Kanal. Okay. Das ist Stefan und Alter. Ich habe mich jetzt gerade von meinem Kollegen getrennt. Ich laufe halt hier mal durch. Hier stehen die BMWs im Dunkeln. Und ich glaube, da hinten, wo die Musik spielt, da muss ich wieder hin. Keine Ahnung. Es ist einfach der Wahnsinn, was hier so ist. Aber wir werden uns hier schon durchschaukeln. Cool, ne? Alles echt coole. Und die Leute sind auch alle extrem entspannt. Wir haben hier alle richtig Spaß. Wir haben jetzt schon ein paar, ich habe jetzt auch schon zig Unterhaltungen gehabt mit Menschen, die ich noch nie gesehen habe, aber wir sind alle eigentlich irgendwie auf einer Ebene.
echt cool. So, jetzt gehe ich hier wieder hin. Genau hier ist es. Hier bin ich daheim. Bin ich auch, war ja schon bei dir und hab dich besucht, mein Freund. Und schön, dass wir uns so sehen. Ja, auf jeden Fall. What isn't going on?
So, der nächste Morgen. Da vorne gibt es jetzt Frühstück. Da geht es jetzt erstmal hin. Die Sonne scheint. Ein geiler Tag wird das. So, hier haben wir noch so einen Campingplatz. Da stehen überall schöne viele Motorräder rum. Gehen wir mal durch. Das ist ja mal richtig geil hier. Herkules. Ein Triumphmotor drin. Dreizylinder Triumphmotor. Cool. Ja, sieht schon cool aus. Schön zusammengestellt, wie der das gemacht hat. Cool. Cool. Und hier gibt es die Haros. Du machst jetzt ein Bild von uns. Ja. Ja, doch, jetzt. Jetzt machst du ein Bild von uns. So, mal sehen, ob ich euch alle drauf kriege. Ja. Ihr seid schon alle gut drauf. Ja, auf jeden Fall. Okay.
Du, ein Kaffee und ein Bier, das ist okay, oder? Ja, klar. Finde. Aber die meint es cool, überall ist der Aussteller, das ist schon echt klasse. Aber erst mal, du fährst Güllebombe. Ja, Spezial, erzähl was. Was willst du denn hören davon? Warte mal, was wollen wir denn? Was wollen wir hören? Die Gabel ist von der Suzuki Saste, ja. Mit der Bremse. Jawohl. Genau vorne, ja. GSX-R57er, Gabel mit Bremsanlage. Hinten von der Honda CBR, das siehst du, da musst du nachher aufstehen. Ja. Komplett auseinandergerissen. Du hast eine Ausscheibebremse drin? Ja. Cool. Und die Narbe ist von was? Von der Goldwing. Goldwing. Und von auch, oder? Von dieser, wie heißt diese Tausender? Eine von den ersten noch, oder was? Ja, genau. Die eine von den ersten, Baujahr 78, glaube ich. Ja. Passt es mit dem Kardan zusammen? Also das praktische Kardan ist im gleichen. Ja, genau. Ja. Der Auspuffsammler, von was ist das? Selber gemacht. Gut. Trümmeranlage und Auspuff ist als Sammler selber gemacht. Und das Endstück, das ist schon was draufsteht. Aber echt schön gemacht. Cool. Herzlichen Glückwunsch. Dankeschön. Bitteschön. Hier, mein Freund, hast du die Ware drin? Wie ist die Lage? Gut. Jo, bei dir auch. Ich habe ja bisher schon schlecht zum Herfahren. Ja. Er ist übrigens Erstbesitzer mit dem Moped. Okay. Ja. Ja. Cool. Wir haben jetzt nochmal drei, ein nochmal zwei. Ja. Aber insgesamt drei. Okay. So. Zack, zack, geil. Cool, ne? 70. Bis dann. Wir kennen uns, gell? Ja. Perfekt. Ja. Ah ja, Maggi. Das ist doch mal cool. Vorne will. Und der Treibhof hier vor. CB200. Cool. Jetzt sieht man wenigstens einmal live. Ja. Wenn man einfach Woche Rückbekommen. Warte mal, wer ist da hier den Apparat aufnehme? Gute! Super, jetzt bist du auch mit drin. Jetzt bin ich aber mit drin. Du bist auch mit drin. Alles gut, jo. Super. In neue Lachsatz? Ja, ja. Komplett neu. Cool. Hast du die schon lang? 32 Jahre. Und den Lachsatz, den habe ich jetzt ganz kürzlich erst drauf gemacht. Mein neuer grüner Lachsatz kommt. Ah ja, ich habe auch noch einen grün. Ja, ja. Das habe ich gesehen gehabt. Cool. Wieder. Ja.
Vor allem bei unseren Trainingsläufen, dann schaut, dass wir diese Trainingsläufe relativ schnell über die Bühne bringen. So, habe ich was vergessen? Dann würde ich sagen, machen wir jetzt die Auslosung für den Sprint International. Wenn die vorbei ist, kurze Info vom Phil, wenn wir das hier fertig haben, alle Rocket Race Club Leute dann auch zum Rocket Race Club Fahrerlager. Dort passiert dann die Auslosung für den Rocket Race Club. Vielen Dank und viel Spaß. Danke dir, Axel. Auf einen höllisch guten, heißen Tag da draußen. So, Sprint International, wie gesagt, 4000 PS so ungefähr. Ich versuche jetzt mal kurz dann diese Maschinen vorzustellen, aber an alle euch Teilnehmer, ich werde euch auch nochmal an der Strecke vorstellen. Ihr rollt dann einfach, wenn der Sprint, also wenn wir noch gar nicht gestartet sind, rollen wir einfach mal kurz auf die Strecke raus, so ungefähr in die Mitte, da stellt ihr euch auf und ich stelle euch dort eurem Publikum auch nochmal vor. So, mit was fangen wir dann an? Mit einem, der sich ein bisschen versteckt hat, das ist der Norbert Rebholz. Ihr dürft euch übrigens gerne mal zu euren Maschinen ein bisschen hinstellen. Einfach ein bisschen hinbewegen, so ganz leicht, damit die Leute ein bisschen sehen, okay, wer es war. Entschuldigung, dass ich euch das nicht früher gesagt habe. Es ist für mich auch wieder so, war ganz nervös. Also, Norbert Rebholz auf seine R9T. Und jeder denkt jetzt, R9T? Oh mein Gott, das ist Sprint International. Das Ding hat es wirklich faustdick hinter den Ohren. Und er hat 2021 im Lockdown-Year damals mit uns die Power Class gewonnen. Dann wechsle ich mal ganz anders auf die andere Seite. Da hat sich noch einer versteckt. Unser Sieger von 2019, das ist der Specki Nummer 2. Ja, auf seinem Schussapparat. Ein GS1000 natürlich mit einem Gixxer-Motor. Und ja, also sowas richtig Klassisches. Neben ihm Vater-Sohn-Übergabe, ich weiß jetzt nicht, ob der Specki das sein letztes Rennen war, an Loris 56, hoffentlich ist ja die Zahl richtig, 56 auf einer Kawasaki Z1000S, ich glaube direkt so ein bisschen im Port aus dem Classic Racer hin. Gut, ah ja, kommen wir mal ein bisschen zu Elektrik-Sachen und so weiter, da kann ich einen schönen Übergang machen. Phil auf seiner Panigale namens Joker hat sie 2022, zwei Wochen vorher vorbereiten müssen, hat, glaube ich, dann auf der Strecke richtig geflucht, dass das alles steht auf seiner Setcard auch drauf, so handmade with love, und man erkennt überall das Love dran. Springen wir um zu einem weiteren ziemlich coolen Umbau, der jetzt dieses Jahr auch zum dritten Mal startet. Honda will nächstes Jahr, glaube ich, mal was Neues bauen. Rainer Kissner, er ist ein bisschen der ruhige, startet diesmal seinen zweiten Versuch. Beim ersten Mal, weiß ich, Rainer, hast du gesagt, du bist so ein richtiger Kurvenheizer. Geradeaus fahren kann ja kein so großes Problem sein. Danach warst du so, okay, ich bereite mich das nächste Mal ein bisschen besser drauf vor. Springen wir rüber. Wen nehmen wir denn jetzt? Ah ja, jetzt kommt, die ist so auffällig. Ja, das ist die Flamenco. Eigentlich so ein richtig Berliner Avus Racer. Radical. Ach, nicht Rettig. Ducati Diavel. Auch wenn ihr zwei auch Bosse seid, Joe, du auch. Aber es ist trotzdem Boss-Level. Er ist Mr. Hayabusa und auf einer B-King unterwegs. Und jetzt das aktuelle Weltrekord, die aktuelle Weltrekordmaschine für straßenzugelassene Motorräder ohne Verkleidung. Höchstgeschwindigkeit 307 km/h war er damit unterwegs. Für die Sprintstrecke ist natürlich kurz, wird er nicht erreichen, und er hat 200 PS. Aber wie gesagt, Mr. Hayabusa, naja, der fährt schon seit, keine Ahnung, 50 Jahren, Turbos, whatever. Also, ich glaube, ich habe 16 von euch genannt. Wenn ich jetzt einen vergessen habe, ist mir das so peinlich. Nein? Okay, jetzt würde ich euch, Sarah, du hast die Karten. Stefan, hol euch. Was? Stefan, hol euch. Oh mein Gott.
Oh mein Gott, er wird mich umbringen. Er wird mich umbringen. Ich könnte jetzt sagen, ich habe es absichtlich gemacht. Natürlich habe ich dich nicht vergessen, Stefan. Und zwar, ich stelle dich natürlich als Letzten vor, Stefan Bronold. Letztes Jahr hat er mir eine Lehrstunde gegeben, wie man eine Auslosung nicht macht, nämlich eine Auslosung in zwei Gruppen. Und ich habe ihn in die erste Gruppe reingesteckt und gesagt, naja, ist eine Moto Guzzi, Baujahr 74, klar, der größte europäische Zweizylinder mit 1700 Kubik. Naja, und dann hat er letztes Jahr gewonnen. Er hat all das, also eine Menge von den Motorrädern, die jetzt hier stehen, hat er einfach stehen lassen. Stefan Bronold ist der Mann, den es zu schlagen gibt. Und jetzt... Mit Helm und mittlerweile machen wir auch andere Dinge wie komplette Motorradrahmen, Motorräder, alles was halt Custom angeht, das ist unser Ding aus Frankfurt. Frankfurt, hast du Adresse, damit die YouTuber sehen, wer du bist? Genau, helmmate.com, da findet man uns. Helmmate.com, da findet man uns ja, mit dem Thema Helm und ansonsten madeone.com, da findet man alle Optionen, die man hat, irgendwas zu lackieren zu lassen, also ob es ein Fahrrad ist oder halt ein komplettes Motorrad. Und seid direkt in Frankfurt? Genau, wir sitzen direkt in Frankfurt. Ja, das ist in der Kasseller Straße, in der Nähe von der alten Klassikstadt, wo man auch viele Oldtimer besichtigen kann. Also definitiv auch mal ein Grund, da hinzufahren, coole Autos zu sehen. Ja. Nicht so viel Motorräder, aber Autos. Cool. Danke. Danke auch. Das ist ja mal der Hammer geil. Das sieht gut aus. VW-Gruppen kann das sein. Und die fahren hin, die Idioten. Wäre schon ganz lustig gewesen, weil die hatten die neuen Dachs im Geil. Die ist auch wunderschön. Ohne Name. Hier, mein Freund, du hast eine richtig gepflegte 350er, Mensch. Hammer geil. Ich habe auch einen Silber. Aber ich glaube, meines älter.
Was ist deine Verbaujahr? Noch älter wie du. Nee. Jedes Auto. Älter wie deine. 73. 73? Ja, ist meine auch. Sieht klasse aus. Die Auspuffrohren, die sind ja noch ein Traum hier. Cool. Stimmt nicht? Okay. Nächste Woche. Prima, machen wir. Ja. Warte, bleib mal da. Jetzt heißt halt so Videogucker. Wir sind Videogucker, ja. Okay, dann zahlt ihr nächste Woche auch drauf. Super. Gruß an alle die Verrückte, die da sind. Ja, genau. Servus. Stefan! Da bist du ja. Jetzt noch ein Buschel. Blätzertle. Ja. Vorher haben wir schon von dir gehört. Hi. Guten Tag, die Damen und Herren. Ja, die nehmen wir jetzt nochmal speziell auf hier. Guckt mal hier, Leute. Das sind noch Instrumente. Hammer, geil. Die Vincent. Das ist doch ein Traum. Das kriegst du gar nicht ganz drauf. Ach, das ist einfach klasse hier, das Ding. Cool, ne? Und ich weiß jetzt gar nicht, ob ich eben schon mal gesagt habe, die durfte ich schon noch mal fahren, die Seli. Ein Traum. Natürlich brutal, was wir hier wieder haben, ne? Ist klar. Let's go! Lauf mal hier rein! So, das sind die Enfields. Aber du kannst das nicht mehr gut aufnehmen, hier sind zu viele Menschen. Es ist jetzt zu viel los. Ja, jedenfalls hier auf der Tribüne, da ist alles gerammelt dazu. Links war zuerst die grüne R18 Mintberger, hat den Sprint gewonnen. Ich kann er hier schlecht aufnehmen. Ganz knapp vor der 18-100 Jahre. Das ist hier gemein. Sondermodell 18-100 Jahre. Ein Schwestermodell ist nämlich noch eine R90. Wir fragen uns, wie die da hinten durchgekommen sind, aber gut. Hast du toll gelöst. Applaus für Carina. Ihr wisst jetzt auch ein bisschen was über BMW R18, die Hintergründe. Und naja, man hat den Chef nicht gewinnen lassen. Okay, ich wünsche euch noch viel Spaß hier. Vielen Dank, dass ihr mich dabei. Die ist ja mal richtig wunderschön, diese BMW. Wahrscheinlich ist es ein 500er. War vielleicht mal 51-3. Klasse Bremse drin. Echt schön. Das sieht gut aus. Die sieht klasse aus. Das bringe ich bei Coffee Reasons. Hier, du Kaffee-Tante.
Ich habe dich ja heute erst kennengelernt. Ich hab, du hast auch ein paar Moments, gell? Ja, klar. Wir verraten aber nicht, wie viel. Nee, verraten. Auf jeden Fall sind zwei. Und das sind so deine Kollegen. Das sind BMW-Fans. Die zwei da. Ja, genau. Aber ich fahre auch BMW. BMW finde ich cool. Ja, ich auch. Ich habe selber Fahrer, aber ich 18 Millionen Follower. Jo, was willst du für eine Apparat? KTM-Scheiße. Jo, weiß ich. Das sind Schmottere. Und der hier. Ja. Das sind Urmotorradfahrer aus den 70er Jahren. Ja, cool. Schmottere. Schmottere. 50 Jahre. Motorrad. Ein. Ja, cool. Hier, und pass auf. Hier, du bist mir schon aufgefallen, gell? Du hast das T-Shirt an vom... Ja, von Ende noch. Warte mal, jetzt erstmal ich noch. Okay. Motorrad. Okay, alles klar. 1974. Ganz schön lang. Du warst wahrscheinlich schon dort am Fischerhafenrennen, gell? Ja, klar. Ja. Das hätte auch schon fahren. Du? Ja, was? Jetzt wird's interessant. Was habt ihr denn gefahren? BMW. 500 oder? Ja, ja. Cool. Ich bin nie hochgekommen zum Fischerhafenrennen. Ich hab's verpasst. Was war's für sein? Ich weiß. Seidewagen. Seidewagen. Ich bin aus Seidewagen gefahren. Habt ihr vielleicht den Franz von Pudler gekannt? Der hat eine NSU gebaut, also in Anführungsstrichen NSU. NSU Bison hieß die. Ein Zylinder, 2000 Kubikzentimeter. Nee. Da gibt's auch einen Film bei mir. Ja? Schottering. 2000 Kubik. Ein Zylinder. Ja. Und er war auch im Guinness-Buch der Rekorde mit einer, der war vorher, hatte 1000 Kubik drin gehabt. Die durfte ich fahren. So, ich mache es aus, ich habe jetzt genug von euch hier. Nächste Woche bist du drauf. Hat ein Hund einen Helm? Na klar. Guck, hallo. Gut. Für dich grüßt dich. Guck hier, ja, geil. Für dich grüßt dich denn sogar nochmal. Helm und Brille hat er. Guck mal, kannst du jetzt sogar das Auf- und Absteigen kannst dann filmen. Wenn du einen Euro bekämpfst für jedes Foto, daher wäre es Moped finanziert. Das ist mir scheißegal, ich habe den letztes Jahr auf dem ganzen Scheiß-Event zum Cut Monty am Ding gesehen. Nee. Und jetzt mal. Ja, das ist. Guck mal. Mit dem Hund ist es cool, ne? Ja, ja. Hey, geil. So, jetzt kommt er runter. Geil. Klasse! Jetzt wird er wieder angezogen. Er hat schon kleine Fangemeinde, die anzugucken. Cool. Mit Helm? Der Helm. Und eine Brille hat er auch? Ja. So, nochmal eine Kamera. 100%ig, klasse. Und zack. Cool. Hier, mein Freund, du kriegst eine extra Sendung bei mir. Ja, ja. Cool. Ruckzuck hat einen Haufen Fans hier. Echt geil. Überall wird fotografiert. Heiß drauf zu tanzen, zu singen und einfach Party zu machen. So, heute Abend darf ich euch vorstellen, dass die Dave in der Heart Attacks macht einfach geile Musik und viel Spaß euch!
Menschen lass mir die Liebe im Schlaf geschehen. Komm auf deine Mike.
Dankeschön. Danke. In the time of dying, the world will body to cry. What a wonderful evening period. Take me when I die. Well, so I can die easy. So I can die easy. G's gonna make up, G's gonna make up, G's gonna make up, G's gonna make up, G's gonna make up a dying beer. I drove the day.
I'm telling it all to you. I've got a Marie Mac.
Ich würde sagen, die Jungs haben noch eine Nummer für euch.
you know, the Heart Attacks, the new rocker. Wir wollen, dass die Dave in der Heart Attacks, wir haben ein bisschen Merch dabei. Schön war's, geil war's, ihr seid der absolute Oberhammer. Tschüss, ciao und gute Zeit.
Auf Sandy Lee and the Waltons, die 2021 schier auseinandergegangen sind, aber heute bei uns auf der Bühne stehen. Deswegen einen ganz, ganz großen Applaus für Sandy Lee and the Waltons. Viel Spaß! Wir machen so ein bisschen Rock'n'Roll-Mucke. Bisschen. Wir machen jetzt einen schönen Blues von Wanda Jackson aus dem Jahr 1962. Und er nennt sich Riot in Cell Block Number 9. Vorher müssen wir mal den Kontrabass in Erlaubnis fragen, ob er da schon fit genug ist dafür. Sehr schön. Alright! On July the 2nd of 1953, I was seven times into Hot Shoe Free. 4 o'clock in the morning, I was sleeping myself. I heard the whistle blow, and I heard somebody yell, there's a wreck going on. Trouble of standing up in cell block number 4. It spread like fire across the prison floor. The warden came in with a big tummy gun. Bang, bang, bang. Trying to stop me from my place.
you don't slap it right, you won't gonna get the chair. Together till the set is too late to quit. So pass the dynamite, Molly, cause Molly feels the man. There's a red queen on. Oh, there's a red queen on. Well, there's a red queen on. Our pants have black number nine. They couldn't stay for liver. To help them to win a fight, direct to the prison in a little of a mind. Each and every trooper, he looks so tall and fine. The chicks went crazy up and down the number nine. And that's the red queen of. Oh, that's the red queen of. Well, that's the red queen of. Our fans have like number nine. Come on, let's rock again. Oh,
Oh, yeah.
hustle and your origin zone. I got the man, but he too doesn't buy. Everybody knows, well, he's my guy. Making love on my baby. Making love on my baby. Somebody